gemacht? Was soll das bitte sein? Ein uraltes Ritual, das in der Satzung der Schule geschrieben steht. In dieser einen Nacht werden Lehrer zu Schülern und Schüler zu Lehrern. Sie müssen die Rolle des jüngsten Schülers übernehmen. Der wiederum wird für eine Nacht Rektor der Schule. Der Jüngste also. Und wer wäre das in unserem Fall? Mami? Bei allen Geistern der Nacht, was soll dieses alberne Ritual? Vielleicht soll es uns demütig machen und uns daran erinnern, dass das Dasein der Untoten von kurzer Dauer ist. Aber das ist es ja gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was das Ganze soll. Tatsache aber ist, dass wenn wir nicht alle 500 Jahre eine verdrehte Nacht haben, wir gezwungen sind, die Schule zu schließen. Und wann müssen wir diesen Unfug über uns ergehen lassen? Heute Nacht. Und einer von uns wird dann die ganze Nacht der Chef sein. Ich wette, dass du das bist. So bleibt es in der Familie. Nach dem, was hier steht, nicht. Es ist jemand anders. Ruhe in der Klasse! Was für ein Dösi. Unser neuer Rektor braucht wohl ein bisschen Hilfe, um seinen Job anständig zu machen. Ist eine Weile her, dass ich diese Shorts getragen habe. Und wie lange ist das her? 420 Jahre. Ich erinnere mich noch sehr gut an die letzte verdrehte Nacht. Alles lief wie am Schnürchen. Ihr Vorgänger fand diese Nacht pädagogisch sehr wertvoll. Und was ist passiert? Er ist darüber verrückt geworden. Welches Fach haben wir zuerst? Vampirgeschichte des 15. Jahrhunderts. Könnte schlimmer kommen. Das Thema des Unterrichts wurde geändert. Bitte etwas lauter, Druckfine. In dieser Unterrichtsstunde beschäftigen wir uns ausschließlich mit Heavy-Metal-Musik. Das aus! Eine Frechheit, meine Ohren und meine Schule mit diesem Lärm zu belästigen! Graf von Horrificus, mit allem gebotenen Respekt, aber für die nächsten Stunden ist dies nicht Ihre Schule. Setzen, aber zack, zack, ja? Ja. Ich bitte euch, Graf, die Zukunft der Schule steht auf dem Spiel. Oh je, Beschädigung von Schuleigentum. Das gibt aber eine saftige Strafe. Von wem bekomme ich die? Vom Rektor? Ich gehe mal für kleine Lehrer. Wie sehe ich aus? Nicht ganz so angsteinflößend wie der Graf. Arthas? Er hat Angst. Ja, aber Orthos hat vor allem Angst. Siehst du? Nun, Meister, für eine Nacht, was soll ich tun? Mach das Gegenteil. Von was? Was machst du normalerweise? Ich passe auf alles auf. Aber nicht heute. Aber was ist, wenn jemand versucht, ins Schloss zu kommen? Dann musst du ihn reinlassen, egal wer es ist. Egal wer es ist? Das kann aber gefährlich werden. Ich bin hier, um meine Strafe abzuholen, Rektor Klott. Meister, entschuldigt, aber Klott befahl mir, dass... Tu, was er dir sagt. Aber eure Gruseligkeit... Er ist der Meister, folge seinem Befehl. Aber wenn's schief geht, bin ich wieder schuld. Los jetzt, bestraf mich. Bitte schön, wer will, kann ruhig reinkommen. Endlich, die Zugbrücke ist unten. Sunshine, ich bin unterwegs. Na gut, kommen wir zur nächsten Übung. Fangen. Nicht so
schlaff. Ich möchte 10 Liegestützen sehen. Kann mich nicht bewegen. Helfen Sie ihm. Aua, mein Rücken. Zäh, die Jugend von heute. Schreiben Sie 500 Mal. Ich darf kein Schuleigentum zerstören. Irgendwie läuft das alles nicht so gut. Hol den Knoblauch raus, heute jagen wir Vampire. Heute jagen wir Vampire. Oh je. Ausgezeichnet. Ich glaube, der ist ganz schön sauer. Er hätte uns auch eine Strafe aufgebrummt. Ich finde sogar, dass du gar nicht streng genug bist. Denk dran, du hast das Sagen. Hast du Lust, mit mir in die Küche zu gehen, Fletcher? Ich habe nämlich ganz doll Hunger. Und sie bewegen sich nicht von der Stelle, bis sie die Strafarbeit gemacht haben. Braves Hundi. In einer Stunde geht die Sonne auf und dann hat der Graf wieder das Sagen. Bis dahin müssen wir versuchen, Polidori aufzuhalten. Bring mich auf diesen Baum rauf. Heidrio! Ich wusste, dass ich den mal brauchen würde. Fledermausattacke! Nimm das! Solange ich meinen Knoblauch habe, kann mir keiner von euch Vampiren was antun. Keine Sorge, für den habe ich das Richtige. Meine neueste Erfindung, das sich selbst grabende Loch. Das wird eine Weile dauern, bis er da rausgeklettert ist. Geht das nicht ein bisschen schneller? Er kommt! Ich muss noch etwas an der Geschwindigkeit arbeiten, dann klappt es besser. Beeil dich! Er ist gleich im Schloss! Wir müssen Polidori aufhalten. Aber wie denn? Mit so viel Knoblauch hält ihn kein Vampir dieser Welt auf. Orthos, du bist unsere einzige Hoffnung. Junge, das ist deine Chance. Es ist doch die verdrehte Nacht. Das ist die einzige Nacht in 500 Jahren, in der du genau das sein kannst, was du normalerweise überhaupt nicht bist. Heute kannst du endlich sein, was du immer sein wolltest. Nämlich der Werwolf oder der Vampir, der in dir steckt. Komm schon, Orthos. Du bist unsere einzige Rettung. Na, Hundchen, verwirrt denn? Willst du ein Leckerli? Ja.
Gut gemacht, Arthos. Tut mir leid wegen der Strafarbeit. Also, ich finde, dass du etwas übertrieben hast, Klot. Im Gegenteil, junger Mann. Ich hätte mich genauso verhalten wie du. Du warst ein sehr guter Lehrer. Dann kriege ich also keinen Ärger? Ach, natürlich nicht. Aber morgen werde ich mit dem ein ernsthaftes Wörtchen sprechen, der für die angesägte Schulbank verantwortlich ist. Schlaf gut, Fletcher. Ah, bitte! Hört mich denn niemand? Hilfe! Gib mich in Acht, denn wir sind Vampire und unser Kuss ist kälter.